Ja, hallihallo und hereinspaziert hier zur ersten Fahrt, die wir hier gemeinsam unternehmen auf der Strecke Salzburg-Rosenheim, die morgen offiziell erscheinen wird. Und wir werden uns heute exklusiv zusammen hier eine Preview angucken, beziehungsweise die halt eben gemeinsam abfahren. Das Ganze hier in einer Vorabversion. Das ist also nicht unbedingt die Release-Version, aber alles, was ihr hier heute seht, geht davon aus, dass es so auch erscheinen wird morgen am 27.02. wird das Ganze dann erscheinen mit der Baureihe 111, die hier mitgeliefert wird. Wir sind unterwegs in der Lok 043-6. Hinten haben wir die altbekannten Dostos und stehen hier gerade, wie leicht zu erkennen, in Rosenheim. Ansonsten hier ordentlich Güterverkehr. 185 fährt gerade da vorne auch noch ein. Der Bahnhof richtig schön vollgestellt. Also das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut hier auf den ersten Blick. Ich würde sagen, aber bevor wir uns alles andere angucken, gucken wir uns erstmal dieses wundervolle Fahrzeug hier vorne an, denn das ist der Star der Stunde und wir steigen einfach mal ein und es geht los. Angekommen im Führerstand, in dem wundervollen Führerstand der Baureihe 111, wir gucken uns mal ein bisschen um, sieht schon sehr schön aus. Heute übrigens keine Mods am Start, Fahrtrichtungswende in Vorwärtsstellung und die Türen auf der rechten Seite auf. Wir schalten uns die PZB an. Wer die PZB nicht mit der Tastatur anschalten möchte, muss sich hier am Rückpanel im anderen Führerstand muss er die PZB anmachen. Ansonsten hier noch die Spitzensignale auf Zugspitzensignale eingestellt. Wir hören da vorne noch die 185 mit den Autos hinten dran. Ja, auch schön hier in Farbe. Hervorragend. Ausfahrt ist um 41. Wir schalten dann noch, beziehungsweise wir stellen den Bremsschlüssel auf an, können schon mal das Führerbremsventil lösen, ziehen nochmal die direkte Bremse an und warten dann eigentlich nur noch, bis wir dann gleich abfahren können. Zugsammelschiene ist an, Zugbeleuchtung machen wir noch an, damit unsere Fahrgäste was sehen können. Spitzensignale sind auf normal, Haupt- und Instrumentenbeleuchtung ist an. Wir schalten noch dieses Instrumentenlicht an und dann sind wir soweit abfahrbereit. Wir sehen, wir haben Fahrdrahtspannung 15 kV. Oberstrom geht natürlich noch nicht, weil wir noch nicht fahren. Und ja, Baureihe 111, endlich haben wir sie. Können wir uns auch nochmal von außen angucken. Und wisst ihr, was ganz cool ist? Auch wenn der Maschinenraum in diesem Sinne nicht begehbar ist, so ist er dennoch ausmodelliert. Ne? Also tatsächlich hier alles, also sicherlich nicht 100% akkurat, aber auf jeden Fall gut genug, dass man wirklich hier viele Dinge erkennen kann. Man kann die Sachen hier lesen. Hier gibt es Anzeigen, hier gibt es wirklich dreidimensionale Objekte. Das sind keine Texturen. Das ist cool gemacht. Ne? Das gefällt mir auf jeden Fall sehr. Wir schließen die Türen. Schauen einmal aus dem Fenster, ob die Türen noch zu sind. Jawohl, sieht gut aus. Schließen das Fenster. Lösen die direkte Bremse. Und schalten langsam Leistung auf. So. Befinden uns hier im Wechselblinken aktuell, können ausfahren mit 50. Wir befreien uns also aus dem Wechselblinken, haben jetzt also keine Zwangsbremsung mehr zu befürchten und sind unterwegs hier auf der Strecke Salzburg-Rosenheim von Bayern nach oder in Österreich hineinführend. Ups, pardon. Jetzt habe ich gerade die falsche Taste bedient. Fahrtrichtungswende natürlich in Vorwärtsstellung. So, das Interessante ist, wir können ja bei der Baureihe 111 einerseits die Fahrstufen in diesem Sinne manuell aufschalten, indem wir einmal kurz den Hebel nach vorne bewegen. Oder wir können halt das Ganze wie bei modernen Loks in diesem Sinne, können wir die Fahrstufen auch hier in diesem Bereich einstellen. Das geht auch ganz gut. Ich persönlich habe das eher so, dass wir das ein bisschen oldschool-mäßig machen, dass wir die Fahrstufen einzeln hochschalten. Das gefällt mir einfach so vom Fahrgefühl her besser. Ja, aber das kann da jeder für sich selbst dann entscheiden. So. Sehr, sehr schön. Wir dürfen ausfahren mit 100. Schalten also die ein oder anderen Fahrstufen noch auf. VMAX sind 160 km/h. Unsere Lok schafft nämlich 160. Unsere Wagen auch. So, das war die PZB.
die uns allerdings keine Beeinflussung gegeben hat, weil wir, also es waren 80 angekündigt und wir sind knapp über 80, von daher ist der 1000-Hertz-Magnet wohl nicht angesprungen. Genau, wir starten hier in Rosenheim und unser nächster Halt ist dann Bad Endorf oder Bad Endorf in rund 14 Kilometern. Wir sind jetzt bei Kilometer 2.0. Jetzt fahren wir einmal über den Inn, nämlich hier an dieser Stelle einmal über den Inn. Auch hier muss ich sagen, die Brücke gefällt mir sehr gut. Eine neue Brücke. Die gab es vorher so nicht im TSW. Und die Ufergestaltung finde ich sehr schön diesmal. Mit den Steinen und so. Also wenn man das vergleicht mit der Maintalbahn, das sieht hier schon auf jeden Fall deutlich besser aus. So, wir müssen mal wieder ein bisschen Leistung aufschalten. So, 140 sind erlaubt. Also mal die Fahrstufen rein. Wir sehen auch hier übrigens den Oberstrom. Ich denke mal, Oberstromlimit wird so bei 400 Ampere liegen, würde ich mal behaupten. Fahren vorbei an Landl. Also der Abzweig Landl. Müsste das hier sein an dieser Stelle. Wobei, ne, ich glaube, der war schon vorher. Das ist irgendein Industriezweig. So. Ja, wenn alles passt, dann versuche ich auch heute Abend noch zu streamen. Haltet die Augen und Ohren offen nach Ankündigungen diesbezüglich. Schön ausgestaltet, rechts und links finde ich ganz gut eigentlich hier gelungen. Von der Vegetation her. Da kommt uns ein Intercity entgegen. Die sind hier nämlich auch unterwegs. Der Bahnübergang war geschlossen, hervorragend. Jawohl. Das ist sehr gut. Oh, wir sind zu schnell. Einmal die Fahrstufen auf aus. Genau. Jetzt können wir die vielleicht wieder halten. Ja, Fahrstufe 11 könnte vielleicht reichen, damit wir die Geschwindigkeit halten. Ja, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Ja, ich glaube, Fahrstufe 20 könnte reichen. Ja, ich glaube schon. Pi mal Daumen, das passt, glaube ich, ganz gut so. Ich bin die Strecke ja ein paar Kilometer gefahren. Allerdings wirklich nur bis Bad Endorf und darüber hinaus bin ich selbst auch noch nicht gefahren. Das heißt also, zu allergrößtem Teil werden das bei mir auch sehr, ja, auch sowas wie so erste Eindrücke sein, die ich euch gebe. Schalten noch ein bisschen Leistung auf. Na? Warum werden wir denn nicht schneller? So, jetzt schaltet er wieder die Leistungsstufen auf. Oder? Na? So. Hundertzehn voraus. Gut, dann brauchen wir jetzt gar nicht mehr weiter aufzuschalten. Dann lassen wir die Fahrstufen einmal ablaufen und lassen ausrollen.
beziehungsweise die dynamische Bremse können wir ein bisschen reinnehmen. Nicht, dass es irgendwelche Geschwindigkeitsprüfabschnitte gibt, die uns hier eine Zwangse dann reinjagen. Das würde ich nicht wollen. Ab hier gelten die 110, die haben wir auch erreicht. Sehr schön hier am Wasser entlang. Wir sind, glaube ich, gerade vorbeigefahren an Krottenmühl. Und da kommt noch 185 entgegen mit einem gemischten Güterzug. Sehr schön. Bad Endorf noch 4 Kilometer entfernt. So, einmal die Fahrstufen wieder auslaufen lassen. So, ich glaube, wenn wir Fahrstufe 9 halten, dann werden wir schon ein bisschen langsamer. Es geht nämlich etwas bergauf. Ja, das passt soweit ganz gut. Bad Endorf halten Pi mal Daumen tatsächlich heutzutage 50 Züge in etwa, die angefahren werden von der Bayerischen Regiobahn oder von DB Fernverkehr. Und der Bahnhof ist tatsächlich ein Trennungsbahnhof und liegt an der Bahnstrecke Salzburg-Rosenheim und Bad Endorf-Obing. Also kleine Trivialinformationen ganz nebenbei auch noch zur Strecke. Zwei Kilometer noch. Und dann würde ich sagen, können wir schon mal die Fahrstufen auslaufen lassen. Ankündigung auf 60. 1000 Hertz Magnet ist an. Wir müssen warten, bis die Fahrstufen ablaufen. Und jetzt bremsen wir rein. Damit bloß nicht die PZB auf die Idee kommt, uns eine Zwangse reinzujagen. So, 85 ist schon unterschritten, hervorragend. Da es eh noch ein ganzes Stück dauert, bis die Bremsen auslösen hier, würde ich sagen, werden wir die 60 easy peasy erreichen. Hier nochmal, Vorsignalwiederholer. Und ob da gelten die 60. Ja, okay, jetzt gehen wir doch mal ein bisschen mit der Bremse rein. Nehmen wir die dynamische Bremse. Jawohl. Und dann sind wir jetzt gleich hier in Bad Endorf. Und zwar, wie es mir scheint, pünktlich. Genau, hier links die andere Bahnstrecke, von der ich gerade geredet habe, die hier mit reinkommt. Und wir halten dann hier vorne an. Auf Gleis 4. Und wir bremsen. Oh, ein bisschen drüber. Aber das passt schon. Halt, Haltetafel ist eh da vorne. Für Züge mit 310 Metern Länge. Und wir haben eine Länge von 176 Metern. Okay. So, die lösen aus und ziehen die direkte Bremse dafür an. Abfahrt ist um 53. Das, boah, ist Pi mal Daumen machbar. Genau, mit den Zugzielanzeigen, das funktioniert ja auch bei den Dostos.
So, wir schließen die Türen und hören uns mal das Ganze jetzt von außen an. Ah, sehr schön. Einmal hier die direkte Bremse noch gelöst. Und dann hören wir uns mal an, wie der Zug abfährt. Oh, nicht nach hinten rollen. Das Horn. Und der Steuerwagen dann hinten dran, altbekannt. So, wir fahren jetzt mal hier in diesem Sinne mit dem Leistungshebel jetzt mal, ne? Also ihr seht, jetzt haben wir 78% Leistung aufgeschaltet. Dementsprechend verhalten sich auch die Fahrstufen. Wir dürfen ausfahren mit 110. Und nächster Halt ist Prien am Chiemsee in 6 Kilometern. Schnell. Wir sind zu schnell. Einmal die Fahrstufen auslaufen lassen. So, und die dynamische Bremse mal rein. Ja. Also, ne, Fahrpraxis mit der 111 ist halt einfach noch nicht so sehr vorhanden. Die Lok lässt sich schon anders steuern als die anderen Loks, die wir haben. Das ist schon ein großer Unterschied, finde ich. Und man merkt es auch. Und es macht auch sehr, sehr viel Spaß, aber man braucht auch entsprechend tatsächlich einfach auch ein bisschen Übung, damit das halbwegs gescheit klappt. Da kommt uns der Steuerwagen entgegen. Genau, also wenn wir in Richtung Salzburg fahren, fahren wir halt mit der 111 und zurück geht es dann mit dem Steuerwagen voraus. Alles, was ihr hier seht, das bin ich bisher auch jetzt noch nicht lang gefahren. Das fahre ich also mit euch jetzt zum allerersten Mal zusammen. Also ist das für mich auch, um mal ehemals politisch wichtige Persönlichkeiten zu zitieren, ist das für mich auch Neuland. So, ja, viel zu schnell mal wieder. Mal die E-Bremse. So. Jetzt können wir wieder Leistung wiederum aufschalten, denn wir dürfen 130 fahren. Ah, der nächste Halt ist noch ein bisschen mehr als 2 Kilometer entfernt. Vielleicht schaffen wir noch ein wenig noch auf Geschwindigkeit zu kommen. Jawohl. Ah, doch, das sieht gut aus. Mal auf die 120 hoch. So, dann können wir jetzt
Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man den Fahrschalter auf Aus stellt, ob das so gemacht wird oder ob man den einfach nur auf Auslaufen stellt. Und dann sind wir jetzt gleich in Prien am Chiemsee. Und bremsen jetzt mal rein. Schauen, dass wir vielleicht mit 60 am Bahnsteigsanfang sind. Das ist viel zu schnell. Ja, wobei das passt, glaube ich, ganz gut. Oh. Eieieiei. Uiuiui. Das war. Ja, reden wir nicht drüber. So, Türen auf. Abfahrt ist um 7 Uhr. Ja, was ganz cool ist, es gibt hier, glaube ich, bei Prien am Chiemsee gibt es hier auch so ein Mastery Reward mit der Chiemseebahn und einer, die müsste dann hier stehen, genau, hier ist diese Schmalspurbahn und einer, ich glaube, nicht fahrbaren deutschen Dampflok, die dann hier erscheint. Das werden wir uns aber dann bei zu gegebenem Zeitpunkt noch angucken. Das ist nämlich auch, glaube ich, ganz cool gemacht. Ich weiß gar nicht, wie lang dann hier, wie weit die Gleise dann noch hier führen. Vermutlich auch nicht ganz so weit, aber vielleicht können wir da sogar langfahren mit irgendeiner Schmalspur, mit irgendeinem Schmalspurzug. Ja, okay, gut, die Gleise enden da vorne. Aber ja, und dann, das finde ich einfach schön, oder? Also diese Bergkulisse gefällt mir doch sehr. Muss ich echt sagen. So mit dem Zug da unten in der Ecke und den Bergen. Das sieht schon schön aus, ne? Gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Okay. Lösen und wir schalten Leistung auf. Was ich mittlerweile echt cool finde, ist die Diversität, was so die Sims hier angeht, dass sie auch teilweise hier Kopfhörer haben und mit irgendwie Gepäckstücken rumlaufen und so solche Sachen. Ne, also hier sind, das sind nochmal so andere Kopfhörer, solche In-Ears. Das finde ich mittlerweile ganz cool hier auch mit Rucksäcken und so. Huch. Nächster Halt ist dann Bernau. Hier rechts ist ein nicht elektrifizierter Abschnitt. Ich weiß gar nicht, wo der hingeht. Ich glaube nach Aschau, kann das sein? Musste kurz mal mein Mikrofon stumm schalten, um eben die Nase zu putzen. Ihr kennt das mit Allergien und so. Ja. So, wir dürfen 130 fahren. Bahnübergang ist ungesichert. Das ist nicht schön. Der BÜ ist nicht gesichert. Boah. Und was auch nicht schön ist, ist, dass wir zu schnell sind.
Aber das eh bergauf geht, ihr seht es da, brauchen wir gar nicht zu bremsen. So. Und jetzt können wir einfach gucken, dass wir so ein bisschen ein paar Fahrstufen aufschalten, damit die Leistung gehalten wird. Ja, BU ist gesichert, so muss das. Jetzt müssen wir doch die Fahrstufen wieder rausnehmen, denn es geht bergab. Bernau ist dann auch schon in 1,5 Kilometern erreicht. Das heißt also, wir schalten jetzt auch keine Leistung mehr auf, sondern fangen an, die Bremsung einzuleiten. Ja, das DLC erscheint morgen für Steam und natürlich auch auf der Konsole und auch bei Epic Games. Diejenigen, die sich das jetzt hier heute angucken, heute an dem Tag, wo dieses Video auch rauskommt, und sich denken, oh ja, ich möchte mir auf jeden Fall diese Strecke kaufen, da würde ich euch raten, tut es am besten heute, denn heute gibt es noch den Vorbestellerbonus bzw. Rabatt von 10% bei Steam. Den wird es dann bei Release nicht mehr geben. Das heißt also, wenn man sich jetzt schon 100% sicher ist, dass man die Strecke haben möchte, voll den Halt drüber geschossen. Wenn man sich ganz sicher ist, dass man den halt die Strecke haben möchte, dann würde ich raten, holt sie euch heute. Denn heute habt ihr ja noch den Vorbesteller-Rabatt von 10% und den gibt es halt ab morgen dann nicht mehr. So. Bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber was soll's. Wir sind nach wie vor pünktlich übrigens. Was ich ja sowieso ein Ding der Unmöglichkeit halte. Hier in Bernau am Chiemsee. Wo ist denn der Chiemsee eigentlich? Ja, vermutlich da hinten, ne? Aber man kann den wohl von hier gar nicht mehr so genau sehen. Kann das sein? Ja. So, Türen können wir schließen. Lösen und die Fahrstufen aufschalten. Ja, Zugzielanzeige können wir übrigens auch hier anpassen, aber das passt ja mit Salzburg, von daher lassen wir es auch. Ne, da sehen wir es. RB nach Salzburg. RB? Ja doch, ist eine RB. Kann auch mal zwischendurch mal einen kleinen Screenshot noch machen. Sieht doch sehr hübsch aus. Bisschen die Schärfentiefe noch mit reingenommen. Lisa halt es dann über sie. Mitgeliefert zur Strecke wird auch die 185 mit Güterwagen und der ÖBB Talent. 40 Baureihe oder Reihe 4024. Ich glaube, in Österreich sagt man ja nicht Baureihe, sondern Reihe. Ne? So, Leistung aufschalten. Übrigens heute noch keine Mods am Start, ne? Keine God Mode oder so. Das kommt aber dann noch. Beschleunigen sehr schön, wir sehen es hier mit 30 kN pro Fahrmotor. Gleich haben wir auch die 130 erreicht.
So, wir können schon mal die Fahrstufen langsam ablaufen lassen. Jawohl, das passt soweit und jetzt können wir die Geschwindigkeit halten. Das müsste, glaube ich, wohl reichen. Fahrstufe 11, ja, noch ein kleines bisschen weniger. Ja, Fahrstufe 8, ich glaube, damit können wir sehr, sehr gut die aktuelle Geschwindigkeit halten. Ich glaube, V-Max auf der Strecke sind 140 schneller, als das können wir hier eh nicht fahren. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob euren ersten Eindrücken, was ihr so dazu sagt, was ihr so davon haltet. Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Also ich habe schon das Gefühl, dass hier einiges an neuen Assets auch vorhanden sind. Also die ganzen Brücken und so, das wirkt auf mich recht neu. Und auch die ein oder anderen Gebäuden, ja, also ein paar davon wirken schon auf mich neu. Das gibt der Strecke schon so einen frischen Charakter. So, jetzt müssen wir allerdings schleunigst bremsen. Denn Übersee nähert sich in schnellen Schritten, beziehungsweise wir nähern uns Übersee in schnellen Schritten. Aber ich glaube, das passt soweit so gut. Der Bahnsteig ist recht lang. Wir sind auch schon nur noch 60 km/h schnell. Ja, Bahnsteigsmitte ungefähr 40. Ja, doch, doch, das passt sehr gut. Wir können noch mal auslösen sogar. Und sind sogar noch pünktlich. Verrückt. Und jetzt ziehen wir noch mal an. Und für das eine Mal ausnahmsweise eine Punktlandung. Hervorragend. So, jetzt haben wir 1,5 Minuten Zeit und können uns mal ein bisschen hier umgucken. Hier in Übersee. So sieht es hier vorne aus. Kleiner Bahnhofsparkplatz. Joa, so ein kleines Örtchen, ne? Nicht viel los. Sehr ländlich, aber sehr idyllisch, muss man schon zugeben. Ja, Federspeicherbremse können wir, beziehungsweise die Handbremse können wir dort bedienen. ZWS und ZDS können wir dort umstellen. Das funktioniert tatsächlich. Ja, also schon ganz cool. Ja, kleiner Durchgangsbahnhof übrigens. Mit drei Bahnsteiggleisen. So, Tür zu, Bremsen gelöst und Leistung aufgeschaltet. Also die Leistung, die springt immer so ein bisschen hin und her. Ich
Bin mir nicht ganz sicher, ob das so realistisch ist. Aber das macht sie auch wirklich nur in den ersten Fahrstufen. Genießt da halt Bergen in Oberbayern in 7 Kilometern. Ein bisschen mehr Leistung. Ja, also ich finde es wirklich mega cool, dass wir jetzt eine Baureihe 111 haben. Es wäre schön, wenn wir die dritte Generation an Dostos jetzt auch irgendwann noch bekommen würden. Das würde nämlich sehr, sehr gut passen zu der 111, aber es passt halt zu der Strecke nicht, weil hier die vierte Generation Dostos unterwegs waren. Aber wenn die dann irgendwann noch mal kommen, eine ältere Generation an Dostos, das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Einmal über die Tiroler Ache. Ein Nebenfluss der Großache, wenn ich das verstanden habe. Wenn ich das richtig verstanden habe. So, und jetzt mal ordentlich Leistung rein. Ich glaube, viel mehr als Leistungsstufe 25 können wir gar nicht fahren. Also, oder eine Leistungsstufe 25. Sie, ich glaube, bei 27 ist Schluss. So erscheint es mir. So, Ankündigung auf 130. Das heißt also, wir müssen jetzt auch gar nicht mehr weiter Leistung aufschalten, sondern können eigentlich die Leistung halten. Ja, Fahrstufe 15 wird dafür ausreichen. Und noch ein Intercity. Hier übrigens das hohe Horn und das tiefe Horn. Ah, ist beides das gleiche. Okay. Brauchen noch ein bisschen mehr Leistung. Dürfen wir weiterhin fahren. Auch hier wieder so eine der Brücken, wo ich behaupten würde, die ist neu. Dass ich die bisher noch nicht gesehen habe im TSV. Okay, jetzt haben wir gerade keine Leistung. Why? Müssen wir vielleicht einmal die Leistung ablaufen lassen? Oder können wir jetzt schon wieder Leistung aufschalten? Nee, lassen wir einmal die Leistung komplett ablaufen. So, und jetzt schalten wir nochmal Leistung auf. Ja, jetzt geht's wieder. Haben wir aber eh eine Ankündigung auf 90, von daher können wir sie wieder ablaufen lassen. Und Bergen in Oberbayern ist dann auch nur noch 1 Kilometer entfernt. Das heißt also, wir können ganz entspannt jetzt reinbremsen.
So. Ja, ich glaube, das passt ganz gut vom Halt her. Jawohl. Und könnt ihr es fassen? Wir sind immer noch pünktlich. Wir sind einfach immer noch pünktlich. Das ist verrückt. So, dann sind wir hier jetzt in Bergen. Und dürfen die Tür noch gleich wieder schließen? Der ist sogar am Telefonieren, kann das sein? Hey, so einen Rucksack habe ich auch. So, Türen können wir schon mal schließen. Und direkte Bremse lösen. Die sind gelöst und auf geht's. Ja, also auf jeden Fall interessant, dass da einmal wirklich ganz viel Leistung aufgeschaltet wird, dann geht es wieder runter und dann schaltet er wieder Leistung auf. Vielleicht liegt es an meinem Fahrstil, ich weiß das nicht. Ich versuche beim nächsten Mal beim Anfahren etwas vorsichtiger anzufahren. Vielleicht liegt es tatsächlich auch nur daran. Nächster Halt ist dann Traunstein in 6 Kilometern. Oh, das ist auch cool. Ist das eine Autobahnbrücke? Das ist echt schön. Vom Bild her, Moment mal. Das müssen wir mal kurz einmal festhalten. Das gefällt mir sehr. Also, irgendwie so. Das sieht schon cool aus. Das ist bestimmt eine Autobahn. Oder wenn wir jetzt nochmal in den Fotomodus gehen und jetzt mal von der anderen Richtung schauen. So vielleicht. Joa. Können wir da mal hoch? Ist das? Das sieht aus für mich auf jeden Fall aus wie eine Straße. Joa. Also so. Ja, doch. Also da, das ist ja wohl. Also wenn das nicht eine Autobahn ist, dann weiß ich es auch nicht. Aber cool. Gefällt mir. Schöne Brücke, schön gebaut, halbwegs. Also von da oben sieht das jetzt natürlich nicht mehr ganz so toll aus. Aber. Ne, das sieht man ja eigentlich gar nicht vom Führerstand aus, von daher ist das vollkommen fein. Sogar mit so einer Autobahnausfahrt an der Stelle. Ja. Cool gemacht. Auch hier die ein oder anderen kleinen Häuser verteilt. Auch da wieder, da haben wir auch so ein bisschen diese bayerischen Häuser, die da auftauchen. Das sind also nicht die von Rivet Games oder so, sondern das sind teilweise echt neu gebaute Häuser. Das gefällt mir schon ganz gut, ne? Also gerade so dieses Haus hier. Diese beiden Häuser schön gemacht. So, 90 sind gleich erreicht. Auch hier, wenn man da so ein bisschen in die Distanz guckt, das gefällt mir ganz gut von der Kulisse. Also ich muss sagen, szenerietechnisch gibt die Strecke echt was her. Das Fahrzeug, gut, ich kann das natürlich nie so ganz beurteilen, was so Fahrzeuge angeht, weil ich bin am Ende kein Lokführer. Und ja, also so ein Triebwagen kann man ja irgendwie dann doch ganz gut beurteilen, wenn man selbst da drin saß. Na, also ich könnte jetzt, wenn DTG die Zero HC baut, könnte ich, glaube ich, ganz gut beurteilen, ob der die Zero HC gut gemacht ist oder nicht. Aber bei einer 111 ist es halt nicht möglich, weil die kenne ich halt nicht in diesem Sinne aus dem echten Leben. Dahingehend, dass ich da jetzt im Führerstand irgendwie gesessen hätte. Von daher bin ich, was das angeht, so ein bisschen auf euer Urteil auch gespannt. Vielleicht gibt es da den einen oder anderen, der oder die da etwas mehr Wissen darüber hat.
So, wir dürfen 100 fahren. Bisschen zu schnell. Okay, einmal die Leistung wieder komplett rausnehmen. Ein bisschen mit der E-Bremse rein. Da kommt jetzt wieder ein Kollege entgegen. Sehr schön, und wir haben Langsamfahrt zu erwarten. Und zwar mit 60 tatsächlich. Auch das müssen wir bestätigen. Ah, das hier ist ein Collectible übrigens, dieser umgefallene Baumstumpf. Oder ja gut, umgefallen ist er nicht, so umgeworfen würde man ja fast schon eher sagen. Ich glaube, hier vorne gelten die 60 und wir haben weiterhin halt Langsamfahrt zu erwarten. Gebäude sah etwas kaputt aus, ne? Also so ein bisschen wie so ein Lost Place. Oh, sehr schön, 185. Und dann sind wir in Traunstein. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen reinbremsen, denn wir dürfen über die Weiche nur mit 60 fahren. Jawohl, das haben wir erreicht. Da steht auch eine 425. Ich denke mal aus Bremen-Oldenburg. Die muss wohl auf uns warten. Sehr cool. Ein cooler Bahnhof auf jeden Fall, so vom Layout her. Sehr interessant. Hier auch mit so einem abgesenkten Bahnsteig in der Mitte. Damit Bahnbedienstete queren können. Ja, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber noch vor der Querung angehalten. Hervorragend. Genau, wir können uns mal hier diesen Bahnhof angucken. Jetzt haben wir auch ein bisschen Zeit. Der ist nämlich echt cool gebaut, dass es nämlich hier noch diesen Bahnsteig gibt, der nicht hier vorne endet bei der Weiche, sondern hier noch verlängert ist und hier halt auch noch einen Zug halten kann, nämlich gibt es irgendwo einen Zugzielanzeiger? Da, doch. Die Regionalbahn nach Ruhpolding. Die fährt dann vermutlich dann in die Richtung weiter. BU ist oben, weil aktuell hat der Zug ja noch auch keine Fahrt. Ja, also sieht auf jeden Fall ganz cool aus hier in Traunstein. Und wir sitzen hier vorne. Traunstein hat tatsächlich 4 Fernbahngleise und 2 Stumpfgleise und gilt als Bahnknotenpunkt, und zwar einerseits eben von der Strecke Salzburg-Rosenheim, auf der wir unterwegs sind, und auf der anderen Seite Traunstein-Ruhpolding, das ist da, wo die Regionalbahn da vorhin noch stand, und Traunstein-Garching oder Garching, ich glaube es heißt Garching. Das müsste dann frage ich mich jetzt, welche Streckenzweig das ist. Vielleicht geht das auch in die Richtung, da bin ich mir nicht ganz sicher. So, Türen sind zu, Bremsen sind gelöst, da kommt jetzt auch noch der Kollege entgegen. Niddertalbahn ist dafür notwendig. Ja,
Türen zu? Ja. So, Bremsen sind gelöst. Ja, warum fahren wir denn nicht mehr? So, und jetzt nochmal. Ja, okay, jetzt geht's los. Ja, okay, wenn man etwas besonderer anfährt, dann springt da auch die Nadel nicht so krass einmal hier nach ganz unten und dann wieder zurück und dann wieder nach oben, sondern verhält sich dann schon ein bisschen realistischer. Dann liegt es auch so ein bisschen an der eigenen Fahrweise, würde ich behaupten. So, Ausfahrt mit 60. Da vorne das Traunstein-Viadukt, das sogenannte. Oder das Traunsteiner-Viadukt. Das einmal über die Traun führt. Können wir uns mal von außen angucken. Sieht sicher ganz hübsch aus. Auch schön hier mit den ganzen Fußballplätzen, Tennisplätzen. Wahnsinn. Also die legen echt viel Wert auf Sport, ne? Hier in Traunstein. Schön, schön, schön. Nächster Halt ist dann Teisendorf in 14 Kilometern. Auch hier schön dieser kleine Weg mit der Beleuchtung da am Rand, das sieht auch ganz hübsch aus. Das müsste der Abzweig nach Waging gewesen sein. So, jetzt haben wir die 130 erreicht und es geht bergab. Und da ist eine Ankündigung von 110. Das heißt also, wir müssen jetzt gleich mal reinbremsen. Ich habe da immer so ein bisschen die Befürchtung vor Geschwindigkeitsprüfabschnitten. So. Die Zugbremse lösen wir schon mal und... Das müsste dann noch ausreichen, damit wir auf die 110 runterkommen. Ja, wobei es geht bergab, dann setzen wir nochmal die dynamische Bremse ein. Jawohl. Jawohl, das hat gut geklappt. Ja, immer noch ein bisschen zu schnell. Jetzt durchfahren wir Lauter in Oberbayern. Und ab hier dann wieder 130, wenn der ganze Zug einmal vorbei ist an der Tafel. Das ist jetzt der Fall. Also schalten wir wieder Leistung auf. Also es ist, die 111 hält einen wach. Ne? Also das ist kein Fahrzeug wie jetzt der ICE, der jetzt eine halbe Stunde lang unter LZB vollkommen alleine fährt, sondern man ist da wirklich die ganze Zeit gefragt. Da
die Geschwindigkeit zu regulieren, zu bremsen, wieder aufzuschalten. Keine AFB und so, ne? Also, das ist nicht. Das ist kein Selbstläufer. So könnte man das vielleicht sagen. Schon für diejenigen, die ein bisschen mehr ja, Interesse daran haben, sich mehr in so eine Steuerung hineinzufuchsen. Anders als jetzt bei so einem Triebwagen oder Triebzug, wo man einfach wirklich den Fahrschalter nach vorne legt oder nach hinten und fertig ist, sondern hier ist schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gefragt, aber das macht auch absolut den Reiz aus, finde ich. Gerade von diesem Fahrzeug, von dieser doch absoluten Legende auf deutschen Schienen. Legende im Regionalzugdienst, im S-Bahn-Verkehr, aber auch tatsächlich im Fernverkehr unterwegs gewesen. Also wirklich ein absoluter Allrounder und da war die Ankündigung auf 110. Leider ohne LZB. Das wäre natürlich auch sehr, sehr schön, wenn die Lok LZB könnte, aber das kann sie halt nicht. Aber das ist okay. Muss ja auch nicht jedes Fahrzeug LZB können. So, Ankündigung auf 100. Wir nehmen die dynamische Bremse und regulieren damit. Durchfahren jetzt Rückstetten. Dürfen wir nur noch 100 fahren. So, das haben wir reguliert. Es geht bergab, daher lassen wir mal die dynamische Bremse drin. Unter 3,8 Kilometern halten wir dann in Teisendorf. Also eine sehr idyllische Strecke. Es geht wirklich viel von links nach rechts, sehr viele Kurven. Sehr landschaftlich geprägt. Teilweise wirklich aber auch sehr hügelig dann. Ne? Also es sieht wirklich dann noch sehr anders als jetzt Hamburg-Lübeck oder so. Es ist dann jetzt nicht einfach nur flach, sondern das Terrain spielt dann auch so ein bisschen mit. Und verändert sich wirklich die ganze Zeit. Wir haben immer mal wieder die Berge im Hintergrund, die Voralpen. Ne, da sehen wir es wieder. Das ist schon cool gemacht. So, Teisendorf in 2 Kilometern. Und schon wieder der nächste Zug, Doppeltraktion 185. Mit falscher Pantographeneinstellung. Und noch ein Kilometer bis Teisendorf. Das hier ist die Sur, die wir jetzt gerade überfahren, oder?
Ah, nee, noch nicht. Hier? Nee. Ich dachte, jetzt kommt hier noch ein Fluss. So, Bahnsteigsanfang mit 60. Und wir halten an. Türen auf. Und wir sind nach wie vor pünktlich. Sehr viel Krempel hier abgestellt. Das Bahnhofsgebäude von Teisendorf. Was ist das hier? So eine Art Landhandel, Industrie. Auf jeden Fall sehr viel Zeugs hier abgestellt. Aber cool gemacht. So, wir schließen die Türen. Na? Als will er nicht. Und jetzt noch mal. Nehmen wir die Fahrstufen. Ja, genau. Also langsam die Fahrstufen aufschalten. Genau. Ja, dann verhält er sich auch wirklich gescheit. Also, wenn man wirklich nur ganz kurz da reintastet, dann tastet er echt wirklich nur eine Fahrstufe eben rein. Und das geht dann echt gut. Und nächster Halt ist dann Freilassing. Der. Kurz hinter Freilassing ist dann die Grenze. Mann, mein Camera-Shot leider zerstört von der unsichtbaren Wand, hinter der ich jetzt gefangen bin. Naja, okay. Dann verfolgen wir mal den Zug einfach so mit der Drohne. Was? Wo kam das denn jetzt her? Okay. Ach, schön. Sehr cool, gefällt mir sehr mit den Bergen im Hintergrund. Also mir sind bisher in der Fahrt keine groben Fehler aufgefallen, was so Szeneriegestaltung angeht, also irgendwelche fliegenden Objekte. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr eins gesehen und ich habe es bisher nicht gesehen. Sowas kann ja gut sein, weil wenn man sich selbst hier beim Fahren so ein bisschen auf die Gleise und die Signale und so konzentriert, dann sieht man nicht alles immer rechts und links und vielleicht seht ihr dann halt eben viel mehr, weil ihr könnt euch auf das Gesamtbild konzentrieren, während ich halt wirklich eher nur so diesen Bereich hier fokussiere. Aber mir persönlich ist jetzt gerade kein grober Schnitzer aufgefallen bisher.
Also keine irgendwie Häuser direkt am Streckenrand, die irgendwie fliegen. Was? Warum das denn? Wo kommen... Also so viel zum Thema grober Schnitzer. Also, wo kommt das her? Ah, wir dürfen sogar 160 fahren. Okay, ich hab gedacht, dass Vmax dieser Strecke 140 sind. Aber das stimmt gar nicht. Wir dürfen sogar auf diesem Abschnitt bis Freilassing 160 fahren. Das heißt also, wir legen mal tatsächlich Hebel on the table und holen mal jetzt alles aus der Lok raus. Und können mal schauen, wie schnell wir auf Geschwindigkeit kommen. Sieht aber auf jeden Fall sehr gut aus. 140, 145 km/h und wir haben immer noch ordentlich Leistung. Jawohl, ja, sehr gut. So, dass wir die Leistung allerdings rausnehmen, sonst kommt die PZB und möchte uns da eine Zwangsbetriebsbremsung dann am Ende einverleiben. Das wollen wir nicht, daher gehen wir mal mit der dynamischen Bremse rein, denn es geht ein bisschen bergab. Ja, okay, das ist der erste größere Ruckler, den wir haben. Aber ansonsten, stimmt, das ist mir bisher gar nicht aufgefallen. Die Strecke läuft unfassbar gut. Also ich habe hier die ganze Zeit durchgehend 60 FPS. Ich blende es mal jetzt hier ein. Im Gegensatz zu vielen anderen TSW4-Strecken wirklich bisher sehr, sehr, sehr gut, was die Framerate angeht. Also da muss ich echt sagen, das ist schon echt gut gemacht bisher. Keine groben Ruckler. Da gibt es andere Strecken, die sind auf jeden Fall... deutlich ja, speicherhungriger, framehungriger. Und im Streckenmonitor oben rechts können wir sehen, dass wir tatsächlich ein haltzeigendes Signal vor uns haben. Daher gehe ich jetzt schon mal voll rein mit der dynamischen Bremse. Und jetzt auch mit der Zugbremse, denn die PZB wird uns ansonsten zum Verhängnis. Haben jetzt eine Langsamfahrt zu erwarten. Hier auch 90 zu erwarten. So eine Langsamfahrt mit 60, sogar mit 40. Sehr schön, da links sind Intercities abgestellt. Intercity-Wagen, hervorragend. Sowas gefällt mir zu sehen. Ab hier gelten dann... Ja, was denn, 60? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich denke mal 60. Oh, ja, hervorragend. Eine Baureihe 103 hier auf der Drehscheibe. Sehr, sehr cool. Wir gucken uns gleich, wenn wir in Freilassing angekommen sind, hier den ganzen... Betriebsbereich mal ein bisschen näher an. So, müssen jetzt mal runter auf 40, denn wir dürfen gleich nur 40 über die Weiche fahren. Nämlich über die hier. So. Das passt soweit. Dann lassen wir jetzt einfach nur ausrollen. Ja, kommen ganz leicht zu spät an, aber ganz ehrlich, für DB-Verhältnisse ist das, glaube ich, ganz gut. Also wir sind ja theoretisch noch pünktlich. Und zwar genau jetzt sind wir zu spät, kommen aber in maximal 30 Sekunden dann zum Halten. Ja, Geschwindigkeitsbegrenzung 165, glaube ich, nicht. 155 da abgestellt. Ja, Außenansicht, ja.
Und dann halten wir hier vorne an. Was haben wir hier für eine Haartafel? Züge mit 70 Meter Länge? Ja, nee, da sind wir noch ein bisschen länger. Dann passt das mit der Haartafel hier vorne. Ja, das passt sehr gut. 500 Hertz Magnet ist scharf. Ja, das passt soweit auch. Dann machen wir einmal die Türen auf und jetzt gucken wir uns mal ein bisschen hier oben in Freilassing. Ja, also wie gesagt, Grenzbahnhof Deutschland-Österreich. Jetzt sind wir aktuell in Deutschland. So, was haben wir jetzt hier abgestellt? Hier haben wir einen ÖBB Taurus abgestellt. Hervorragend. Repaint gibt es im Creators Club. Ist von mir erstellt tatsächlich. Dann haben wir hier den Talent der ÖBB. Die Eanos-Wagen von Vectron. Dann haben wir Tankwagen, die sind, glaube ich, die werden mitgeliefert. 155 aus Rosig Nord wird das wohl sein. Da vorne noch eine 155. Die 363. Noch eine 363. Oder bist du eine 365? 363. Okay. Dann schauen wir mal, was hier vorne noch so abgestellt ist. Ja, das sind die 363 auch von Rosig Nord. In DB Railion-Lackierung. Hier haben wir noch zwei Intercity-Wagen abgestellt und hier vorne dann die Drehscheibe. Elektrifiziert mit der Baureihe 103. Sehr, sehr cool. Gefällt mir sehr. Das ist ein sehr schönes Bild, muss ich echt sagen. Wirklich dieses Spinnennetz an Oberleitung darüber, das ist der Wahnsinn. Ja, ich hätte gerne den Lokschuppen, den Drehlokschuppen so ein bisschen im Hintergrund. Ja, so vielleicht, ne? Cool gemacht. So, was haben wir noch? Nichts mehr. So, dann 500 Hertz Beeinflussung. Ja, okay, die Bremse löst sich noch. Na? Hallo, liebe Lok, was ist los? Die Türen sind zu. Dann jetzt aber. Jawohl. Wir können fahren mit Langsamfahrt zu erwarten. Wir fahren mal jetzt nicht schneller als 25, denn wir haben Wechselblinken und 500 Hertz Beeinflussung. Und da wir jetzt in Österreich sind, beziehungsweise die österreichische Infrastruktur an dieser Stelle greift, werden wir uns jetzt auch nicht befreien von der PZB. Ich hoffe, der 500er geht jetzt aus. Nee, ist immer noch an. Dann schalten wir jetzt mal keine weitere Leistung auf. Schön, dieses Stellwerk hier von Freilassing mit der Bundesbahn Schrift. So, 500 ist aus und PZB ist tatsächlich, hat sich auch befreit. Die 80 gelten für uns. Und wir schalten die Leistung aus. Denn hier vorne beginnt dann jetzt gleich die Trennstelle, sobald die Leistung draußen ist. Nehmen wir den Hauptschalter einmal raus. Genau, ja, geöffnet. Beziehungsweise, das war ja nur die Ankündigung, meine ich, ne? Genau, hier ist eigentlich der eigentliche Trennungswechsel.
Was allerdings fehlt, ist so ein bisschen hier die Oberleitung, die da so, ja, entsprechend auch gewisse Sachen macht. So, wir können den Hauptschalter wieder einschalten. Da sehen wir auch, wir haben wieder, können wieder über Leistung verfügen. Und dann fahren wir jetzt nach Salzburg rein. Was ist das hier? Das sind diese ICE-Schilder. Aber was heißen die nochmal? Das habe ich ja ganz vergessen. Die existieren ja auch noch. Aber weiß jemand, was genau die heißen? Schreibt es mal gerne in die Kommentare rein. Würde mich mal sehr interessieren. Ich dachte erst, das sind so irgendwelche. Das fliegt hier einfach nur rum, aber nee, tatsächlich. Da noch ein Taurus. So. Da fährt ein Talent vorbei. Und jetzt hier wirklich dieses riesige Container-Terminal. Das ist der Wahnsinn, wie viel hier jetzt abgestellt ist. Wirklich unfassbar viel, ne? Hier dieser Bahnsteig nicht in Betrieb, der wird hier noch gebaut. Können wir uns einmal ganz kurz auch angucken, weil ich das ganz cool finde eigentlich, ne? Also hier Salzburg Liefering. Und die besprechen sich hier noch, ob der Lage der Baustelle. Also schon cool gemacht, gefällt mir sehr. Und wir können mit 120 jetzt hier einmal vorbeifahren. Hier so ein ziemlich großes Outlet oder Einkaufscenter von Salzburg. Haben. Wahnsinn. Riesengroß. Und dann dürfen wir gleich nur noch 100 fahren. Ab hier sind es dann nur noch 100. Und dann sind wir gleich auch schon in Salzburg. Ja, jetzt sind wir wieder in Österreich. Damit sind wir das zweite Mal im TSW jetzt in Österreich. Intercity mit der 101 fährt noch vorbei. Und wir haben Langsamfahrt mit, ich glaube, 60 zu erwarten. Kleiner Regionalbahnsteig. Und dann sind wir auch schon in Salzburg. Also das jetzt ist noch nicht Salzburg, keine Sorge. Das ist nur ein kleiner Haltepunkt vor Salzburg. Hier auch wieder mit diesem Achtung Zugdurchfahrt. Sehr cool. Über den Fluss. Und wenn wir das geschafft haben, dann sind wir in Salzburg und zwar viel zu schnell. Ja, ich wollte gerade sagen,
Dann haben wir das geschafft ohne Zwangsbremsung heute, aber dem ist nicht so. Ja, 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 man kann ja nicht alles haben. Gut, dann ist das so. So, müssen natürlich warten, bis sich die Bremsen gelöst haben. So, der Hauptluftbehälter wird gefüllt. Und Bremszylinder bei 0 bar. Und dahinter der Kurve ist dann auch Salzburg Hauptbahnhof. Wir fahren jetzt nicht schneller als 40 natürlich. Ja, endlich die Baureihe 111 im TSW. Ich freue mich sehr. Eine sehr schöne Lok. Ja, die üblichen Spielereien natürlich. Mit der Sonnenblende und so. Ne? Das kennen wir alles. Fahrschalt auf aus. Und dann sind wir auch schon in Salzburg. Hauptbahnhof. Ein wunderschöner großer Bahnhof. Und damit sind wir auch in einer der größten Städte Österreichs angekommen. Mit einer Verspätung von gerade mal 2 Minuten. Das ist, finde ich, für die Distanz, die wir gefahren sind, für die Streckenlänge doch eigentlich echt gut. Also da kann mir jetzt keiner was vormachen. Oh, ich mag die Beleuchtung hier im Führerstand jetzt gerade. Hier im Schatten. Das sieht sehr, sehr schön aus. Und wir halten an. Ganz entspannt. Um 7 Uhr 57 morgens. Gut, dann schauen wir noch ein letztes Mal hier uns ein bisschen um. Hier am Bahnsteig bzw. am Bahnhof. Sieht auch auf jeden Fall sehr cool aus. Die Häuser hier individuell gebaut. Da ist noch ein Betriebshof. Einiges an Rollmaterial noch abgestellt. Sehr, sehr gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid wieder beim nächsten Mal mit dabei. Und wenn alles gut läuft, kommt heute Abend noch ein Livestream. Macht's gut. Ciao, ciao.